Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Da liegt er noch am Leben. Wir müssen weiter. Müssen wir hier lang? Hallo? Die kann uns nicht mal mehr ansehen. Kehre zu Solchersfield zurück. Ich will mich hier kurz umschauen. Müssen wir in die Richtung? Achso, ich dachte, da wäre ein Schatten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da ist so auffällig ein Spot drauf. Ach so, Moment. Ich glaube, wir müssen da wieder zurück. So. Wir müssen wieder komplett zurück, oder? Oh, da sind sie schon. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Ach, die Elisabeth. Oder Annabelle. Ah, guck mal hier. Wir nehmen mal wieder den Karabiner. Ich schätze, das sieht hier nach Nahkampfarena aus und Sniper, ja. War ganz cool, aber ihr wisst, wie ich mit dem Zielen bin. Da lieber ein bisschen mehr Munition und, Huch. Was? Ach. Oh, der Kopf ist explodiert. Hä? So. Damit ihr nochmal wisst, was ich meine. So, ab und zu mal ein Headshot, aber das ist nicht garantiert bei mir. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. So, wir müssen hier raus, oder? Sieht ja so krank aus mit den Bemalungen und allem Möglichen. Und Geflackere. Wenn eins auffälliger ist als Bemalung anwenden, dann ist es flackernde Wände. Dann sind es flackernde Wände natürlich. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo lang. Ich bin gerade echt orientierungslos. Ist halt wieder eine neue Aufnahmesession. Da muss man erstmal gucken, wo man eigentlich hingehört. Nee. So. Moment. Der First Lady ein und Shuffle. Aha. Ja, eigentlich müssten wir hier raus. Aber wie? Warte. Ja, da. Ach. Da. Oh, was willst du denn? Oh. Das war laut. Das war laut. Leiche. Okay. So, hier müssen wir raus aus dem Bereich. Schauen wir uns mal draußen um. Ich schätze mal, die werden jetzt draußen alle auf uns warten. Mit gezückten Waffen und einem entzückenden Lächeln. In der Hall of Horrors. Horrors. Na dann. In Ordnung. Da sind sie schon. Was hast du zu bieten? Zielen und so. Ich hab's vorhin noch gesagt.
Also erwartet nicht zu viel, ne? So. Das sind zu viele. Danke. Präzisionsgewehre, obwohl. Danke. So, nochmal den Moskito herholen. Waren das jetzt alle? Ich glaube, das waren alle. Puh. Da haben wir wieder ein Feld voller Leichen übrig gelassen. Was ist das? Das will ich ganz kurz mal rausfinden. Hä? Ach, guck mal. Was haben wir hier? Ein geheimer Ort? Nanu? Keine Ahnung, was das hier ist. Oh, Ausrüstung. Beim Töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt. Nehmen wir aber... Nee, nicht ausrüsten. Zwei Lockpicks, ganz cool. Münzen. Gesundheit ist alles voll. Salze, ja, geht. Schauen wir uns noch ein bisschen hier oben um. Da sieht man langsam die ganzen Luftschiffe. Hier oben zum Beispiel. Und in der Ferne, das sieht langsam sogar unheimlich, würde ich fast sagen, aus. Ob das gut geht? Ich weiß es nicht. Da ist eine Leiche. Oh, Kaffee. Mit viel Salz. So hat man den Kaffee am liebsten natürlich. Zumindest in dieser Welt. Salze sind hier sehr beliebt. So. Und ich würde sagen, wir hauen ab. Diese Statue. Boah, das sieht so krass aus. Hat was von Joker. Aber die Hall of Horse. Horse. Also nicht Pferd, sondern... Ihr wisst schon. Hä? Was rattert denn hier so? Ratatatata. Ja. So. Hier haben wir ein Schiffchen. Wir müssen... Ah, Moment. Natürlich will ich auch erstmal immer alles hier durchforsten, alles beobachten, alles anschauen. Nicht, dass man irgendwas verpasst. Wahrscheinlich haben wir schon übelst viel verpasst. So. Müssen wir, glaube ich, hier... Ach. Los. Alter. So, erstmal den aus dem Weg räumen. Boah, pulverisiert. Ach so. Für den haben wir gesorgt. Cool. Waren das alle? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Die Musik... Was? Die Musik lässt darauf hinweisen, dass hier noch welche sind. Boah. Du Blechkopf. Das waren jetzt aber alle. Boah, das Ding hier ist voll unheimlich. Boah. Wo kommst du denn her? Boah, das Ding muss weg. Das sehe ich nicht unbedingt als Freund an. Ich weiß nicht. Ich glaube, weil die werden später noch ein bisschen brutal, habe ich das Gefühl. Sie sind alle weg. Komm raus. Die rennt uns die ganze Zeit hinterher, sogar noch vor der Schnauze. Moment, das will ich ganz kurz mal hier erforschen. Warum können wir nicht mit dem Ding runterfahren einfach? So, warte, wir sind von... Wo sind... Warte, das will ich... Okay. Da müssen wir lang. Hui!
müssen wir hier, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so recht. War das hier? Doch, das war doch hier. Moment. Oh, da sind wieder Menschen. Warte mal. Warte mal. Wo kommen wir? Ach, hier waren wir eben. Wow. Hui. Hui. Und wenn wir jetzt hier weiterfahren, da kommen wir wohin? Boah, die Statuen einfach. Diese riesen Statuen. Okay. Da kann man irgendwie unten hinkommen vielleicht. So. So. Ah. Danke. Erstmal den Feuermann natürlich aus dem Weg räumen. Sehr gut. Ach, da hinten. Da ist noch einer. Voll ins Bein geschossen. Richtige Großwildjäger. Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Hier wird keiner verschont. Und ich befürchte, wir werden das auch später nicht. Den Typ. Ah, Gott. Mr. DeWitt, ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Was? Egal. Egal, wir sind eigentlich top ausgerüstet. Ein paar Salze könnten wir noch gebrauchen eigentlich. Wenn man davon spricht. Perfekt. Die Rache wird mein sein, oh, oh. So spricht der Prophet. Moment. Ich habe natürlich nur aufs Getriebe gezielt. So. Boah, das ist so stressig. Stressig. Sehr, sehr stressig auf jeden Fall. Boah, automatisches Speichern. Das heißt, das wird gleich noch schlimmer. Puh. Warte mal ganz kurz. So, weil langsam bräuchten wir schon wieder Munition. Kriegen wir hier hinten nochmal was? Ich bezweifle es, oder? Nee, da ist schon alles leergeräumt. Größtenteils. Also das Wichtigste ist weg. Naja, gut. Naja, gut. Dann... Einmal hier noch kurz gucken. Nee, da wird nichts sein. Da wird nichts sein. Da haben wir schon alles aktiviert. Huch, was denn? Ja, das sieht ziemlich krass aus, ich weiß. Die Gatling Gun. Das können wir natürlich auch mal ausprobieren. Schon wieder eine neue Waffe. Wir probieren einfach rum. Wir probieren so richtig rum mit Waffen und allem Möglichen. Davon ist die Elizabeth wahrscheinlich sehr begeistert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge zu BioShock Infinite wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Bis dann. Tschüss.